Genau, also Aufnahme läuft. Einen wunderschönen guten Mittag zu dir, lieber Flo, nach Siebelding. Du bist in Siebelding. Ich sehe den Hintergrund nicht, aber ich gehe davon aus. Und genau, wir gucken jetzt einfach mal, wie die Aufnahmequalität dieses Mal ist, denn ich habe heute das Mikro, das wir mal unsere anderen Gastsprecher haben und bin auch ganz neu mit dem Tool. Aber ich bin guter Dinge. Ja, wunderschönen Und wir guten. sind back! Genau. Einen wunderschönen guten Mittag oder wie man so schön sagt, Mahlzeit. Mahlzeit, Wir haben genau. wieder mal strahlenden Sonnenschein. Also wenn ich aus dem Fenster rausschaue, strahlend blauer Himmel, keine Wolke. Temperaturen sind nicht mehr ganz so, wie sie im Sommer mal waren. Aber wenn wir aufzeichnen, scheint die Sonne. Es scheint ein Zeichen zu sein. Ja, tatsächlich, das ist echt faszinierend, gell? Jedes Mal bei jeder Aufnahme, glaube ich, egal zu welcher Jahreszeit, haben wir strahlenden Sonnenschein. Also, das ist ein gutes Zeichen. Und auch, dass wir auch dieses Mal wieder eine hochinteressante Podcast-Folge aufzeichnen werden. Ja, vielleicht Ja, sollten schön, Flo. die Leute, die uns zuhören, einfach wissen, wann wir aufzeichnen, dann, weil es ist so ein perfekter Shooting-Tag, glaube ich. So Fotoshooting ist das perfekte Wetter dafür. Also wir geben das nächste Mal einfach den Termin, wann wir aufzeichnen, bekannt. Beziehungsweise ich habe das ja gestern Abend schon ein bisschen angeteasert. Ich habe ja in unserem Intranet schon angekündigt, dass wir wieder zurückkommen. Der Sommer Sehr ist gut. rum, die Bäume färben sich langsam und wir sind auch wieder zurück. Und ja, Franzi, erzähl doch mal ein bisschen, wie war dein Sommer? Das Gleiche wollte ich gerade dich fragen, genau. Aber jetzt hast du mir den Ball zuerst zugespielt. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Sommer. Einen Sommer, so wie man sich als Kind eigentlich immer auch vorgestellt hat oder wie man ihn oft hatte. Wir waren am Strand, das Wetter war ja auch hier ganz toll. Wir haben wirklich so ein bisschen das sommerliche Nichtstun genossen. Wir haben den Tag hineingelebt, wir waren viel im Wald mit den Kids. Wie gesagt, am Strand, im Wasser. Also wir haben wirklich so das volle Sommerprogramm mitgenommen. Und ja, aber es fühlt sich auch schon wieder sehr lange zurück an. Also ich habe so das Gefühl, der Sommer, keine Ahnung, er liegt ein Jahr oder so zurück. Dabei ist es noch gar nicht so lange. Also ich bin schon im Herbst angekommen. Ja, so heiß wie er Wie war es war, denn bei ja, dir? so heiß wie der Sommer war, so schnell war er auch wieder weg. Wir haben natürlich auch hier bei dem Wetter die Zeit genossen. Wir waren im Sommer dieses Jahr nicht weg. Also wir haben uns hier zu Hause bewegt. Wir haben gesagt, wir waren oft genug weg dieses Jahr. Wir bleiben jetzt mal zu Hause. Zurückblickend war das auch gar nicht so die schlechteste Entscheidung, wenn man sich die Flughafen Problematik anschaut und auch das Chaos, das da teilweise ja geherrscht hat. Von daher haben wir hier tatsächlich hauptsächlich Schwimmbad und Co. genossen und ja, sind jetzt tatsächlich auch hier im Frühherbst angekommen. Ich war gestern mit dem Fahrrad unterwegs und ja, da merkt man dann so richtig schön, der Boden ist aufgeweicht, der Matsch ist da. Also der Regen, der uns im Sommer gefehlt hat, den haben wir jetzt gefühlt zu viel. Aber naja, wir machen das Beste draus und genießen jetzt mal den Übergang in den Winter. Genau, das ist ja immer so ein Übergangsjahreszeit, der Herbst, aber meine absolute Lieblingsjahreszeit. Also kannst du immer wieder sagen, ich freue mich richtig, egal ob es die Rezepte sind, die herbstlichen, die Kleidung, das Wetter, ich finde alles fantastisch am Herbst. Aber genau, Sommer war auf jeden Fall super. Wir sind zurück. Ich bin auch wirklich wieder froh, dass es losgeht. Ich freue mich auf neue Aufgaben. Und vielleicht kannst du gleich mal so mit einem kleinen Rückblick starten. Und zwar, du bist ja hier wieder mal unser Zahlen, Daten, Faktenmensch. Und vielleicht hast du einfach noch so ein bisschen, ja, ein paar Daten dazu, wie die Anmeldungen fürs Fitnessstudio laufen. Thema Eistheke wollten wir aufgreifen. Ja, wir haben ja. Volleyball hat ja jetzt gestartet. Also vielleicht kannst du über all diese Dinge mal so einen kleinen Rückblick geben. Ja, wir haben ja über Sommer tatsächlich nicht nichts gemacht, sondern wir waren ja nur als Podcast nicht existent. Genau. Wir sind jetzt wieder da und ja, was war denn alles so über Sommer? Also du hast ja schon einiges beziehungsweise fast alles genannt. Also wir haben im Sommer auf Initiative auch vom Tim hin, muss man sagen, hatten wir ja die Eistheke bei uns im
im Unternehmen, die ist ja von Woche zu Woche gewandert, also von Werk 1 zu Werk 2 zu Werk 3 und dann wieder von vorne. Der Ricky hat hier ja quasi dankenswerterweise den Transport der Eistheke übernommen und der Herr Kersten hat uns jede Woche mit neuen Eissorten versorgt. Der wurde ja fleißig aufgefüllt und wir haben tatsächlich hier über 12 Wochen jede Woche oder fast jede Woche neue Eissorten getestet. Wenn man sich betrachtet, wie schnell die Eistheke leer war, dann scheint es geschmeckt zu haben. Und wir hatten tatsächlich nur bei der letzten Lieferung so ein bisschen einen Rückgang, was das Interesse betrifft. Also da hat tatsächlich das Eis mal länger als 12 Stunden gehalten und war auch am letzten Tag noch in der Eistheke. Auf jeden Fall eine gelungene Aktion, glaube ich, wenn man über das Feedback drüber schaut. Und ja, schauen wir doch mal, ob wir es vielleicht im nächsten Jahr wieder machen. An der Stelle auch einfach mal noch ein großes Dankeschön an Palazzo Sandro, die uns die Theke, die ja normal nur tagweise zur Verfügung steht, hier über 12 Wochen einfach mal in die Firma gestellt haben. Also großen Applaus, Dankeschön. Ah, super, ja, vielen Dank. Das wusste ich gar nicht. Dass das, habe mich noch gefragt, ob sie die jedes Mal wieder mitnehmen. Nee, perfekt, schön. Ja, nee, also die haben sie uns tatsächlich da gelassen und die kann dann jetzt wieder gemietet werden, weil jetzt brauchen wir sie ja nicht mehr. Ansonsten hatten wir natürlich das Thema Fitnessstudio, haben wir ja vor unserer Sommerpause an der Gesundheitsmesse vorgestellt und die ersten paar Anmeldungen sind hier auch schon passiert. Gleichzeitig ist es so, dass wir da auch noch ausbaufähig sind. Also ich weiß jetzt von dem einen oder anderen Mitarbeiter, dass er zum Probetraining war. Der Tim und ich waren ja auch mal gemeinsam zum Probetraining. Der Tim ist, glaube ich, angemeldet, soweit ich weiß, mittlerweile. Genau, Tim ist festes Mitglied, fester Bestandteil. Und trainiert da auch ganz fleißig dann jetzt. Also zukünftig für alle, die den Tim übers Firmengelände laufen sehen oder meinen, es wäre der Tim, sich aber nicht sicher sind, weil er so breit ist. Es ist der Tim, er trainiert jetzt fleißig. Von daher wird man das sicherlich bald die ersten Effekte sehen an sich, aber wie gesagt, wie bei allem, es gilt, wir dürfen gerne mehr tun und das Fitnessstudio freut sich, wenn wir kommen. Genau, also ich weiß auch nicht die genaue Anmeldezahl bisher, würde aber auch sagen, es ist ausbaufähig und jetzt vielleicht hin für zum Winter hin, wenn man sich eh wieder mehr drinnen aufhält, haben vielleicht auch der ein oder andere nochmal mehr Motivation, sich für das Fitnessstudio anzumelden oder wie du es schon sagtest, mal ein Probetraining zu machen, auch erstmal reinzuschnuppern. Man muss ja nicht direkt den Vertrag unterschreiben, aber ich denke, mit dieser doch relativ geringen Zuzahlungsbetrag des jeden Einzelnen kann man sich das auf jeden Fall mal genauer anschauen. Genau, genau. Ja, super, perfekt. Sehr schön. Ansonsten waren wir im Sommer noch Beachvolleyball spielen. Das kam ja aus unserer Umfrage. Wir haben ja zu Beginn des Sommers eine Umfrage gemacht, was denn so an Ideen aus der Belegschaft für gemeinsame Sportevents aufkommen würde. Und dann war Beachvolleyball, glaube ich, so der Top 1. Und wir haben das Glück, dass wir quasi nicht weit weg vom Firmengelände mit dem HSV, also dem Haussportverein, zwei Beachvolleyballfelder haben. Die haben da einen ehemaligen Tennisplatz quasi umgebaut zum Beachvolleyballplatz und da spielt die Volleyballmannschaft von denen und das Feld ist noch nicht so frequentiert, dass man da ewig lang im Voraus buchen muss. Und das Schöne ist aber, wenn wir sagen, wir kommen, dann haben wir das Feld auch und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, da zu spielen. Da waren wir jetzt dreimal Beachvolleyball spielen in unterschiedlichen Zusammensetzungen und sind dementsprechend auch erfreut gewesen über die Beteiligung. Das letzte Mal, als wir waren, war es etwas kalt. Also da hatten wir alle so Eisklötze an den Füßen, aber wir haben es durchgezogen, hatten dann zwar lange Klamotten an, aber haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Und das ist was, was wir auch für das kommende Jahr auf jeden Fall weiterführen wollen, weil das Interesse war doch sehr groß und da kann ja auch einfach jeder mitspielen. Aber werdet ihr jetzt noch ein bisschen spielen in dieser Saison? Geht es noch etwas weiter oder habt ihr jetzt schon die Außen Saison beendet? Ja, wir hatten tatsächlich die Idee, heute nochmal spielen zu gehen, beziehungsweise der Tim hatte das kurzfristig nochmal angeregt. Wir haben aber die Herausforderung, dass es A, recht früh dunkel wird mittlerweile und auch die Temperaturen, beziehungsweise das Wetter jetzt nicht unbedingt jede Woche noch zulassen, dass wir hier spielen können.
Eventuell schaffen es heute noch genug Leute zusammenzubekommen. Ansonsten werden wir hier von Mittwoch zu Mittwoch spontan schauen, wie das Wetter und die Lichtverhältnisse sind. Ich sehe es eher kritisch, wenn wir jetzt keinen 100% goldenen Herbst bekommen, dass wir da nochmal spielen. Aber das können wir uns ja auf jeden Fall für nächstes Jahr auf die Fahne schreiben. Und vielleicht schaffen wir es da dann öfter als die dreimal beachen zu gehen. Das denke ich doch auch. Jetzt noch eine Anregung zu dem Thema. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, ich meine, dann ist es kein Beach, aber das kann man doch auch sicherlich in einer Halle über Winter machen, oder? Also dann heißt es wahrscheinlich nur Volleyball. Können wir schauen, ob wir eine Halle bekommen? Die Herausforderung bei den Landauer Sportstätten besteht ja darin, dass wir nicht genug Hallen für die vielen Vereine haben und es da tendenziell eher schwerer wird, eine Halle zu bekommen. Wir können aber mal schauen, ob da tatsächlich eine Halle zur Verfügung steht. Vielleicht muss es ja nicht immer unbedingt Volleyball sein, vielleicht kann es ja auch mal Basketball oder was Ähnliches sein. Natürlich, Hier würde ich allerdings tatsächlich erstmal abwarten wollen, auch wie sich das nicht ganz so beliebte Corona entwickelt und auch die Bedingungen beziehungsweise die Herausforderungen, die es uns mitgibt. Ja, da hast du recht. Genau, Corona, ich wollte es jetzt, hätte es gerne vermieden in dieser Folge, aber das stimmt. Man sieht ja auch immer wieder mehr mit Maske und in den Arztpraxen ist ja sogar auch wieder FFP2-Maskenpflicht. Also ja, we will see. Ich denke, wir gehen optimistisch an die ganze Sache ran. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich die Sache abwarten, wie sich das entwickelt. Genau, ja, super. Wir haben ja auch in der Firma mittlerweile wieder die neuen Corona-Regeln mit der Maskenpflicht. Ja. Von daher, Beachvolleyball geht noch. Volleyball oder Basketball mit Maske, ich glaube, das macht wenig Spaß. Es gibt zwar diese Trainingsmasken, die Höhe simulieren sollen, da ist aber eine FFP2-Maske, glaube ich, wenig dafür geeignet. Ja, ich denke auch, das macht nicht ganz so viel Spaß, nein. Aber gut, ja, vielen Dank, lieber Flo, für den kurzen und sehr interessanten Rückblick. Ich sehe jetzt gerade noch auf der Agenda Smoothie- und Saftbestellung, Rückgabeflaschen. Möchtest du dazu noch was sagen oder hat sich das Ganze erledigt? Nee, das hat sich leider nicht erledigt. Das ist ein Thema, das uns jetzt, seit wir die Säfte und Smoothies haben, beschäftigen. Und zwar ist die Herausforderung ja, dass die Flaschen auch wieder zurückkommen. Also wir haben zu Beginn unserer Saft- und Smoothie-Lieferungen eine etwas größere Anzahl an Flaschen bestellt, die wir als Ersatz quasi in der Hinterhand behalten haben. Jetzt stellt sich mittlerweile heraus, dass jede Woche weniger Flaschen zurückgehen, als geliefert werden. Das heißt, unser Flaschenbestand reduziert sich drastisch. Und ich will an dieser Stelle hier noch einmal darauf hinweisen, dass das eine freiwillige Leistung ist, die wir von der Firmen oder von der Firmengruppe für die Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Und wenn wir aber feststellen, dass die Flaschen, die eigentlich für das Dreifache unseres Personals hätten reichen müssen, jetzt aufgebraucht sind, dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert hier? Natürlich kann immer mal eine Flasche kaputt gehen. Und auch die Deckel haben wir schon einmal komplett ausgetauscht, weil die ja tatsächlich eigentlich nicht für Mehrweg gemacht sind. Das ist auch kein Problem, weil die Deckel von der Kostenseite her nicht so arg ins Gewicht fallen. Wenn wir aber hier noch einmal Flaschen nachkaufen müssten, weiß ich nicht, ob das dann am Ende noch rentabel ist, beziehungsweise ob wir diese Saft- und Smoothie-Lieferung hier dann auch aufrechthalten können. Aus diesem Grund hier einfach nochmal an dieser Stelle die Bitte: gebt die Flaschen zurück, spült sie kurz aus. Natürlich sagt kein Mensch was, wenn man mal eine aus Versehen mit heimnimmt. Ich habe auch immer mal ein, zwei Flaschen zu Hause stehen, die ich dann wieder mit ins Geschäft bringe. Aber unterm Strich sollten halt genauso viele Flaschen zurückkommen, wie wir auch ausgegeben haben. Und wenn ihr da was mitbekommt, dass der Kollege, die Kollegin die Flaschen reihenweise mit heimnimmt, dann weist doch die Kollegen, Kolleginnen bitte darauf hin, dass das nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Weil wie gesagt, das galt ja schon bei den Hygienethemen zur Eistheke. Wenn es halt nicht funktioniert, müssen wir die Lieferung halt am Ende einstellen, weil dass wir da jeden Monat 40, 50 neue Flaschen kaufen. Das geht einfach nicht. Ja, vielen Dank nochmal für den netten Hinweis. Ich hoffe natürlich, dass sich das bald wie möglich klärt und wir die Smoothie- und Saftlieferung ganz normal und
für jeden das so weiterführen können, weil natürlich auch immer die bestraft werden, die mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Also egal, ob jetzt extra oder nicht, wie du gerade sagtest, man vergisst es ja auch oftmals oder man hat mal eine Flasche daheim oder zwei. Ganz, ganz dringend zurückbringen. Vielen Dank. Ja, perfekt. Also ich würde sagen, das war wirklich jetzt nochmal aufschlussreich. Und wenn noch Fragen bestehen, auch nochmal zum Fitnessstudio, hört nochmal in den Podcast rein. Das war die letzte Folge vor der Sommerpause mit der lieben Nathalie, die Studioleitung des Clever Fits in Landau. Da werden auch nochmal alle offenen Fragen, die einem so im Kopf rumschwirren, geklärt. Also das fand ich einen sehr interessanten Podcast und da würde ich auch gerne nochmal darauf hinweisen. Nehmt das Angebot an und tut auch was für euch. Also es geht auch immer darum, ja, was für sich zu tun. Genau. Ja, perfekt. Dann sind wir schon beim Ausblick angelangt, lieber Flo. Gut, wir nehmen auch schon jetzt eine Viertelstunde auf. Die Zeit rennt. Genau, das war so ein bisschen mein Job. Ich gehe ganz kurz drauf ein. Wir hatten ja ganz liebe oder ganz nette O-Töne aufgenommen von lieben Mitarbeiterinnen auf unserer sehr erfolgreichen Gesundheitsmesse, die ich auch wirklich klasse fand. Und die wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also die werden auch noch Gehör finden, die werden wir noch entweder in den Podcast einarbeiten oder nachreichen. Das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Muss ich mich an die Nase greifen? Ja, kann jetzt Ausreden erfinden. Ich habe tatsächlich keinen PC, an dem es gerade so einfach geht. Aber gut, es ist, wie es ist. Man muss ja mit den Gegebenheiten arbeiten, die einem zur Verfügung stehen. Ne? So, von daher, ja, das wird auf jeden Fall noch kommen. Ist ja auch nicht ganz so dramatisch. Dann. Wir haben es ja aufgezeichnet, von daher können wir das nachreichen. Ja, Und genau. ich kann Also es ist bestätigen. da, es ist auch immer schief. Also ich hab's auch. Es ist alles safe. Es hängt in der Pipeline fest, sagen wir es mal so. Aber gut. Vielleicht schaffen wir es ja noch Dann haben vor Weihnachten. Mal schauen. Ich will sicherlich. den Druck nicht zu hoch hochlegen oder die Latte nicht zu hochlegen, aber Nein. vielleicht schaffen wir es ja noch vor Weihnachten, euch die O-Töne von der Gesundheitsmesse mitzuteilen. Ansonsten mache ich Ganz einfach mal sicher. weiter, weil auch was wir aus der Vergangenheit raus aus der Abfrage hatten, direkt nach dem Beachvolleyball kam das Thema Paintball und ich habe dann tatsächlich, weil bei mir so ein bisschen Land unter war, den Lars gefragt, ob er mich unterstützen würde, beziehungsweise ob er das Paintball einfach mal in die Hand nehmen will und planen würde. Und da ist es jetzt so, dass für den 15.10. der Termin feststeht, also quasi mit Erscheinen des Podcasts, wird zum ersten Mal Paintball gespielt. Soweit ich weiß, geht es nach Super. Neustadt und wir haben, ich glaube, 20 Anmeldungen. Von daher, ich bin gespannt, wie es ist. Ich schaffe es wahrscheinlich selbst nicht, aber wir schauen mal. Ich gehe davon aus, dass der Lars und die Jungs und Mädels, die da dabei sind, ein paar Bilder machen. Da werden wir euch im Nachgang auf jeden Fall damit versorgen, weil wir natürlich wollen, dass es vielleicht auch im nächsten Jahr wieder stattfindet. Genau. Und was wir noch geplant haben, auch aus den Erfahrungen der Gesundheitsmesse raus, ist in Kooperation mit der KKH, also mit der Kaufmännischen Krankenkasse, wo ja die Edwina Dili mit ihrem Partner da war an unserer Gesundheitsmesse, werden wir in den nächsten Wochen einen Rückencheck anbieten. Dazu folgen die Informationen aber noch im Intranet und auch die Edwina und der Markus Müller, das ist quasi das Pendant zu ihr hier in Landau bei der KKH, werden uns im nächsten Podcast Rede und Antwort stehen, was denn mit diesem Rückencheck alles so passiert wird und passieren wird und was vielleicht auch die Konsequenzen aus so einem Rückencheck sein können. Hat sich ja auch für mich sehr interessant angehört, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Also ich glaube, das wird super. Genau, wie du sagtest, es wird ja noch folgen, die genauen Infos. Aber auch hier schon mal, seid gespannt und nehmt daran teil. Das wird super. Genau. Genau. Magst du vielleicht auch noch, da bist du, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr gerade drin mit der Kooperation, was Stressmanagement angeht, da hatten wir die liebe Isabel auf unserer Gesundheitsmesse mit dabei. Die hat ja die Workshops gehalten, Thema Stress, Stressresilienz. Und auch da wurde ja gebeten, das Thema etwas näher zu beleuchten. Und auch hier sind wir jetzt dran, das Ganze nochmal konkreter aufzugreifen
Möchtest du auch hierzu noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und erläutern, was genau uns da erwartet? Ja, was uns da genau erwartet, das weiß ich selbst noch nicht so hundertprozentig. Fakt ist, dass wir mit der Isabel da in gutem Kontakt stehen. Und da sind wir jetzt beide so ein bisschen mit Schuld dran, weil einen Termin mussten wir absagen, weil Franzi keine Zeit hatte, einen mussten wir absagen, weil ich keine Zeit habe. Und dann ist die, war die Isabel in Urlaub und ist jetzt auch noch umgezogen. Von daher hat sich das jetzt alles gezogen. Wir haben aber jetzt für Oktober angepeilt, dass wir da, sage ich mal, die nächsten Schritte finalisieren und konkretisieren. Und auch hier gilt jetzt im ersten Schritt mal abwarten, was uns die neuen Regeln denn so vorgeben, was wir da machen können. Wir haben es aber auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir werden es nicht vergessen, weil, wie gesagt, es war ja, ich nenne es mal ein Fokusthema auch in und nach der Gesundheitsmesse. Und dementsprechend haben wir das weiterhin auf dem Schirm und hoffen, dass wir das dann auch ja, zeitnah umsetzen können, spätestens im neuen Jahr auf jeden Fall angehen können. Ja, perfekt. Ich denke auch, das wird auf jeden Fall noch mal was sehr Interessantes sein. Genau, dann haben wir ja auch, wie du schon viel sagtest, das Thema Paintball wird ja als nächstes umgesetzt. Wir haben ja im Intranet eine Umfrage gestartet, welche Sportarten gerne näher beleuchtet werden sollen oder mal umgesetzt werden sollen im besten Fall. Und da haben wir jetzt quasi im Fokus folgende Sportarten. Das Wandern, das finde ich total cool. Das kann man ja wirklich. Ja, passend zum Herbst jetzt natürlich auch. Genau, kann man nämlich perfekt jetzt umsetzen. Ne? Wir beide haben ja jeweils am Montag nicht miteinander eine Wandertour gemacht. Das ist ja wirklich für jedes Familienmitglied perfekt. Plus Hund. Und genau, Tischtennis. Ich komme ja aus dem Odenwald. Und da kennt ja wahrscheinlich der eine oder andere den Timo Boll. Das Tischtennis-Ass, genau. Der hat an der gleichen Schule Abi gemacht wie ich, möchte ich hier betonen. Hast du auch was von Und seinem Talent abbekommen? Dann hat er es abgefärbt. nein, nein, ich nicht, aber mein, jetzt plaudere ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, der Ex-Freund meiner Schwester ging mit ihm zur Schule und war auch mit ihm befreundet. Und hat auch mit ihm Tischtennis gespielt tatsächlich, aber war nicht ganz so erfolgreich. Ah Hat ja, irgendwie da. bis zur Landesliga oder so gereicht. Spannend. Aber es ist eine interessante Sportart. Also ich kann es gar nicht. Wir haben eine Tischtennisplatte zu Hause. Ich kann so ein bisschen hin und her. Aber wenn ich, glaube ich, viermal den Ball in Folge treffe, ist das ein sehr großer Erfolg für mich. Habe es aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Und jetzt, wo ich das so sehe auf meiner Agenda, denke ich könnte da, glaube ich, auch ein bisschen Spaß dran finden tatsächlich. Ja, vielleicht kriegen wir es ja Weil. hin. Wir haben ja hier quasi in Wurfreichweite zu unserer Außenstelle hier in Siebelingen die Firma Jola sitzen, den weltgrößten Tischtennishersteller, den es so gibt, also auch Sponsor. Was stellen die her? Platten oder Schläger oder Bälle oder Jola alles? stellt alles her. Also so ziemlich jede Ah. Turnierplatte, die gespielt wird, ist von Jola. Die Schläger, die Ausrüstung ist alles von Jola. Vielleicht können wir ja, ich meine, Siehste? so eine Tischtennisplatte nimmt ja nicht viel Platz weg. Mal schauen, ob wir so eine Platte irgendwie auch für in die Firma organisiert bekommen, die wir da dauerhaft aufstellen oder so. Oder zumindest mal in irgendeinem Pausenbereich. Müssen wir mal schauen, vielleicht lässt sich die Firma Jola da ja auf eine Kooperation ein. Ja, hört sich sehr gut an. Das ist doch eine gute Idee. Und vielleicht kannst du, Ja, wenn weil ich. nicht, mal den Timo Boll fragen, ob er nicht irgendwo eine rumstehen hat, die er uns sponsern mag. Also, wir haben hier eine rumstehen. Ja, aber also ich würde sie auf jeden Fall mal ausleihen. Das ist gar kein Thema. Wenn das gut angenommen wird, kann man natürlich auch über weitere Sachen sprechen. Weil sie steht auch im Moment mehr, als dass sie genutzt wird, muss ich tatsächlich zugeben. Aber gut. Aber ich das gerade lese, das haben wir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Tim und ich haben uns ein bisschen wiedergefunden im Dartspielen. Das ist ja auch so eine Einzeldisziplin. Und ich hätte nie gedacht, dass das Spaß machen könnte. Also, dass es so Spaß machen könnte, dass man so viel Ehrgeiz entwickeln kann. Also, da habe ich auch echt Freude dran. Vielleicht gibt es auch das eine oder andere Dart-Turnier, weil das kann man natürlich auch wahnsinnig gut in den kalten Jahreszeiten spielen. Ne? Auf jeden Fall gut. Da Also. kann man sicherlich was machen. So eine Runde Ja, Softdart denke ich auch. oder E-Dart, da muss Genau. man nicht so viel rechnen dann. Das ist dann eher für die bequemen Ja. Leute. Ja, genau. Wir spielen tatsächlich E-Dart. Also die Platte ist keine E, was sagt man Platte, weiß ich nicht. Dartscheibe, Scheibe nennt man das Ganze. Ist keine elektrische, aber wir haben natürlich auf dem iPad gibt es ja das ein oder andere Programm.
Gut, kommen wir zurück zu einer haptischen Sportart. Ich würde sagen, zu der haptischen überhaupt, zum Boxen. Ja. Bin ich auch on fire, ehrlich gesagt. Fände ich mega gut. Da hatten wir uns ja auch schon mal letztes Jahr Ja. oder ich glaube, es war sogar dieses Jahr mit dem Henry unterhalten, der ja Es den. war tatsächlich schon letztes Jahr im Dezember, glaube ich, war es tatsächlich noch. Da war die Nola noch mini-mini. Ja, der ja den Boxclub hier in Landau hat und der ja auch die Box-Events, die in Landau sind, supportet oder sogar ausrichtet, weiß ich gar nicht genau. Ausrichtet. Da können wir uns auf jeden Fall auch was eine Kooperation vorstellen. Der Henry ist da auch offen. Da geht es nur darum, dass wir da jetzt halt auch einfach schauen müssen, wie kriegen wir das noch rein? Wollen wir das im Team? Wollen wir das einzeln machen? Aber ist auch eine der Sportarten, die noch im Fokus steht. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten, dass wir uns darüber schon Gedanken gemacht haben, beziehungsweise jetzt die nächsten Wochen Gedanken machen werden. Genau, und ich greife jetzt mal vorab, aber ich würde sagen, der Henry wird auch demnächst mal Gast unseres Podcasts sein. Auf jeden Fall. Ist Er sicherlich ein hat auch Inter so viele interessante Dinge zu erzählen. Genau, ist sicherlich ein interessanter Gast und auch greifbarer als ein Timo Boll. Ja, jetzt hast du mich vor eine Herausforderung gestellt. Du weißt ja, ich nehme das gerne an. Wir hatten ja noch den einen oder anderen Gast, an dem wir dran sind, der auch vielleicht nicht so im ersten Gedanken einfallen würde. Aber gut, we will see. Ich denke, der eine oder andere wird nur eingeladen. Ja, super. Also ich finde, auch der Ausblick hat Spannendes zu bieten. Ich freue mich drauf und würde sagen, wir sind jetzt schon so langsam bei unseren drei Dingen angelangt. Ja, bei Franzis Lieblingsthema. Drei lange Franzis Lieblingsthema. Ja, es ist ja auch mein fester Bestandteil des Podcasts. Von daher ist ja wohl klar, dass es mein Lieblingsthema ist. Ja, lieber Flo, ich würde sagen, aber dann spiele ich den Ball direkt mal zu dir. Welche drei Dinge sind denn die, auf die du dich am meisten jetzt freust, was der Herbst so mit sich bringt? Ja, es sind tatsächlich drei unterschiedliche Themen. Zum einen ist es so dieses Herbstleuchten. Also ich mag es unwahrscheinlich, entweder hier aus meinem Fenster auf den Wald zu blicken und zu sehen, wie sich die Bäume färben, oder tatsächlich dann im Wald durch das Laub zu wandern, zu spazieren. Gerade auch mit den Kindern ist es immer wieder eine Freude zu sehen, wie die das Laub toben. Das ist so ein Punkt. Das zweite ist, und das hätte ich mir eigentlich nie selbst zugesprochen, beziehungsweise hätte ich nie gedacht, dass das mal so wird. Ich habe so einen gewissen Faible für Halloween entwickelt mittlerweile. Allerdings tatsächlich nicht als von Tür zu Tür gehe, sondern ich habe mir so auf die Fahne geschrieben, jedes Jahr irgendein neues Deko-Element zu finden, was man irgendwo einbauen kann. Und habe tatsächlich vor 2, 3, vielleicht waren es auch schon 4 Jahren angefangen, so die Haustür zu dekorieren, den Treppenaufgang zu dekorieren. Dieses Jahr wird jetzt was dazukommen im Garten. Immer nur Kleinigkeiten, also das muss nicht übertrieben werden, aber da freue ich mich schon drauf. Vor allem, wenn man dann auch sieht, wie die Kids sich freuen, wenn sie dann kommen zum Süßigkeiten holen oder wie sie teilweise auch erschrecken, wenn plötzlich aus einer versteckten Box unheimliche Töne kommen. Das Das Dritte, gemein. was für mich im Herbst ganz wichtig ist, hat natürlich was hier mit der Region zu tun, hat was mit dem Wein zu tun. Für mich ist der Herbst so die Zeit, in der man wieder anfangen kann, Rotwein zu trinken. Also ich bin so der klassische im Sommer, Frühjahr Weiß- und Rosé-Trinker und ab dem Herbst kann man dann wieder mit Rotwein anfangen. Und ich muss auch gestehen, haben wir gerade am Wochenende schon wieder angefangen, eine schöne Flasche Rotwein aufzuziehen. Das sind einfach die Temperaturen für. Aber das sind so die drei Dinge, das Herbstleuchten, Halloween und der gute Rotwein, auf die ich mich im Herbst als Eingang zum Winter immer sehr freue. Was sind denn deine drei Punkte, Franzi? Also ich bin da ganz bei dir. Herbst mit Kindern ist nochmal ganz anders. Also es ist ganz anders, nochmal viel intensiver. Ich liebe den Herbst ja, wie schon bekannt. Und war jetzt auch mit meinen zwei Kids schon öfters im Wald und wir haben Waldschätze gesucht und wollen einen Herbstkranz basteln. Und das ist einfach wirklich ganz, ganz toll, was man da alles so nochmal, ja, auch haptisch und visuell erleben kann. Also ein großer Fan des Herbstes, also denn des Waldes im Herbst. Die Natur im Herbst ist nochmal einzigartig. Nochmal mehr einzigartig. Und ja, um direkt dann überzuleiten, also wir haben auch Kastanien gesammelt und da die Kurve zu kriegen. Also ich liebe das Essen im Herbst. Ich liebe Kürbis, Kastanien, also Esskastanien bevorzugt.
Ja, alles, was so, was wirklich so die regionale Küche auch hergibt, also auch so Kohl und Äpfel, was vom Baum gepflückt werden kann, Trauben, also es ist wirklich fantastisch. Und wir machen eigentlich jeden Tag unsere Kürbissuppe, also never change a winning Kürbissuppenteam. Das ist bei uns echt fest etabliert im Herbst. Und ja, oder so einen leckeren Flammkuchen oder Zwiebelkuchen, Federweisen, also alles, was der Herbst zu bieten hat in seiner gesamten kulinarischen Fülle, wird hier gefeiert im Hause Brandenburger. Und ich mag auch so dieses, es ist noch so ein bisschen, um den dritten Punkt zu nennen, es ist noch so ein bisschen wärmere Temperatur. Also ich finde, man spürt ganz oft noch, auch wenn es nasskalt ist, man spürt noch so ein bisschen der sommerliche Wärme und es klingt so aus. Dann das abendliche frühe Dunkel werden, man kann Feuer anmachen. Ja, und diese Luft, das ist so eine ganz besondere Luft. Also sich da wirklich der Natur hinzugeben, finde ich fantastisch. Und Thema Rotwein, ja, ich liebe Rotwein, ich trinke ihn auch im Sommer, also mir ist es eigentlich egal, ich würde immer einen Rotwein, einem Weißwein präferieren, aber ich weiß, dass es viele, viele gibt, die tatsächlich das dann so im Winter bevorzugen, ne? So einen schönen, schweren Rotwein. Ja, ich brauche ja eh nur so ein halbes Gläschen, dann ist bei mir ja die Welt nochmal besser. Da ist eigentlich die Jahreszeit egal. Ja, aber schön. Also ich finde, ich freue mich auf jeden Fall, jetzt so den einen oder anderen auf dem Markt zu treffen. Oder jetzt ist ja festes Federweisen, auf dem wir wahrscheinlich da sein werden. Ja, und das auch alles wieder möglich ist. War letztes Jahr festes Federweisen schon nach Corona? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr im Herbst ja noch ziemlich strikte Regeln. Ja, Ich ne? glaube, tatsächlich ist es das erste Mal seit 2 Jahren wieder festes Federweisen. Und von daher, ich bin gespannt, ich freue mich auch drauf. Wir haben auch schon einen Babysitter. Also von daher, wir werden auf jeden Fall da mal drüber Also schlendern. Martin sind auf jeden Fall anzutreffen. Genau, also wer mich sucht am festes Federweisen, ich bin da. Und ja, zu deinen Kürbissen, also wenn du mal Kürbisse brauchst, unser Nachbar baut hier Kürbisse noch und nöcher an. Also der hat tatsächlich im Perfekt. Garten eine Kürbisplantage eröffnet. Das macht er jetzt schon seit 2, 3 Jahren Cool. und da haben wir uns auch dieses Jahr richtig fett eingedeckt. Also wir haben da einfach mal so 7, 8 Hokkaido-Kürbisse schon geholt, die im Keller rumliegen und die wir jetzt so Ja, peu à peu perfekt. verarbeiten. Und Also dann habe ich den Auftrag jetzt schon mal an dich erteilt hier ganz official. ja, ich. Essbare und zum Aushöhlen bitte. Ja, zum Aushöhlen bringe ich dir mit, da fahre ich nächste Woche nach Bornheim mit meinen Jungs. Da ist nämlich eine extra große Kürbisplantage beim Weingut Müller. Für alle, die noch Kürbisse suchen, zum Aushöhlen für Silvester. Nee, Halloween, nicht Silvester. Falsche Jahreszeit. Für Halloween, Ostern, genau. Ostern. Da beim Ja, da Weingut komme ich Müller. mit. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, können wir zusammen hinfahren, Kürbisse Ja, kaufen. steht. Sehr schön. Super. Ja, perfekt. Das war doch jetzt eine schnelle, informative Nummer. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, lieber Florian. Und genießt die sommerlichen Tage, also sommerlichen Herbsttage, weil es ist, glaube ich, diese ganze Woche jetzt noch richtig gut gemeldet. Das sollte man auf jeden Fall noch in vollen Zügen genießen. In diesem Sinne, ich bedanke mich, ich verabschiede mich und wünsche allen eine fantastische beginnende Herbstzeit. Ja, schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen und wir freuen uns auf die kommenden Podcasts mit und für euch. Bis dahin, seid. Tschüss! Ciao.